Die sieben schönsten Orte des Mondes. Los geht's mit Platz 7, Rubus Recta. Übersetzt gerade Furche oder lange Wand. Der Mond gilt vielen als eine kalte, leblose Wüste. Schönheit, Fehlanzeige. Mit dem Siebenteiler will ich den Gegenbeweis antreten. Warum gehört die Rubus Recta zu den schönsten Orten des Mondes? Hören wir den Bericht einer Augenzeugin aus der Zukunft. Logbuchaufzeichnung 10. Juli 2224. Meine Tätigkeit in der Lunarforschungsstation ist beendet. Ich habe noch einen freien Tag und will unbedingt vor dem Rückflug zur Erde den Rubus Recta sehen. Also setze ich mich in den Rover und fahre los. Die Fahrt über die weite Ebene des Mare Nubium ist unspektakulär. Mit der untergehenden Sonne im Rücken geht es stundenlang über dunkle Lava und Staub. Das Monochromlicht bietet wenig Abwechslung und so beginne ich den Ausflug zu bereuen. Doch dann kommt über dem Horizont plötzlich ein helles Band zum Vorschein. Wie aus dem Nichts taucht eine Leinwand aus reinem Licht vor mir auf und steigt höher und höher, je näher ich komme. Keine Bühne der Welt könnte so einen Anblick bieten. Ein Artefakt wie aus einer anderen Dimension. Die Breite des Panoramas kann ich nur erahnen, weil die Enden rechts und links hinter der Krümmung des Mondes verschwinden. Nicht lange und eine Leuchtschrift erscheint im Netzhautprojektor, Weiterfahren verboten. Eine zweite Projektion erklärt, dass die Rubus Recta in die Liste der Naturwunder des Mondes aufgenommen und unter Schutz gestellt ist. Ich will das volle Panorama genießen, lege meinen Raumanzug an und steige aus dem Rover. Ich sehe und staune, mache Erinnerungshologramme und bereue es nicht, den weiten Weg auf mich genommen zu haben. Ich kann mich von dem Anblick nicht losreißen. Was für Winzlinge wir Menschen doch sind, angesichts dieser Größe und Erhabenheit. Eine laute Stimme reißt mich aus der Besinnlichkeit. Sauerstoffvorrat kritisch, sofort umkehren. Irgendwann werde ich wiederkommen. Wie mag die Rubus Recta wohl aussehen, wenn die Sonne aufgeht?